Hallo. So. Da haben wir goldenes Büchlein. Blablabla. Flamel. Ich brauche mehr Informationen. Und das ist leider ein Stockwerk über mir. Also raus und noch eins nach oben. Sehe ich schon wieder nicht rein, wie es hier reingeht. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da reinkomme. Er war aber ein böser Offizier. Ich sehe nur böse Menschen. Musst du wissen. Außerdem ist es ja hier nur eine Simulation, ne? Musst du dran denken. Ich spiele hier ein Computerspiel im Computerspiel im Computerspiel. Was soll das? Das Stadthaus untersuchen. Ja, ich sehe die Sachen, aber ich komme nicht hin. Dort sind goldene Sachen. Und man kommt da nicht rein. Ich muss irgendwie da reinkommen. Ich verstehe es doch auch nicht. Upp, 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 upp. Rein da, rein da, rein da. Wieso gehen in die Türen? Oh. Manchmal muss man einfach so cool sein und die Treppen benutzen. Was haben wir denn hier? Noch ein Buch und ein Bild und ein Schränklein. Langweilig. Truhe verriegelt, den Schlüssel stehlen. Okay, einer hat den Schlüssel. Was ist mit dem Bild hier? Ein Typ unter mir hat den Schlüssel. Das heißt, ich muss leider wieder raus. Und dem Burschen den Schlüssel stehlen. Oh nein! Ich wollte ihn eigentlich nur in den Schlüssel nehmen. Ich wollte ihn gar nicht umlegen. Und das wollte ich auch nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Oh, jetzt habe ich den Schlüssel geplündert und nicht gestohlen. Mucho dinero. Okay, jetzt kann ich es endlich öffnen. Ich denke mal, das wird dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lenormand gesprochen hat. Ich hab's geschafft. Und das komplettiert den Mechanismus. So also zu den Templern. Also eigentlich ging es die ganze Zeit nur um diese zwei Stockwerke. Wow, was war das für ein Sprung? Ah ne, warte mal, das ist nicht der Weg, den ich laufen muss. Ich muss dahin. Es gibt keine Schnellreise, was mir irgendwas bringen würde. Okay, ich muss dahin rennen. Oh, ups, ups. Ich habe keine von den Knallern mehr. Au! Wie weit die schießen? Schwimmen! Komisch, oder? An dem See ist eigentlich nichts. Hier könnte man. Ja, okay. Das könnte man hier tun. Fischen.
Komisch. Ich komme da nicht rein. Ist alles zu. Das ist doch kacke. Gehen wir hier hoch. Und ich muss schon wieder in die Notre Dame? Nee, ist doch hier nicht der Notre Dame, oder? Hm? Hier ist irgendwie überall Aufstand. Ich kann mich nicht mehr daran orientieren. Kann ja gar nicht sein hier. Hallo, hab dich. Fliegen aber mal Tote in einem verdammten... Es sind überall Tote, hier ist nur Action. Da ist ein rotes Licht. Was bedeutet das rote Licht? Keine Ahnung, was ist. Aufpassen, rechts vor links, grün vor rot. Oh, Regen. Mit Lenormand sprechen. Das ist ein scheiß Name, ganz ehrlich. Guten Tag. Ah, der zweite Teil des Apparats. Ihr habt die nötigen Elemente. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, den letzten Schritt zu wagen. Kann ich ja einfach nur warten? Rückkehr voraus. Tretet näher. Ich muss euch etwas sagen. Diese Karte hier, der Schlüssel. Und hier, die Sonne. Zusammen mit diesen Karten wird klar, dass viele Menschen nach Nicolas Flamels geheimem Laboratorium suchen, das seit Jahrhunderten verschollen ist. Seid ihr bereit? Mein Respekt. Doch kann ich euch nicht helfen. Das Rätsel, Flamels Laboratorium zu finden, übersteigt meine Kräfte. Nur ihr könnt dieses Rätsel lösen. Ah, meine Intuition sagt mir, dass ihr es schaffen werdet. Ha ha ha.
Sache ist. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das ist. Ich würde mal behaupten, da hinten unten ist der Gang. Ja. Ich will hier lang. Da. Hm. Ach, das war das, was ich vorher schon gefunden hatte hier. Geist von Nicolas Flamel. Wir erwarten den Eindringling, um Rache an ihm zu üben. Nicolas Flamel. Nichts ahnen soll er kommen. Ihr müsst ihr aber noch ein bisschen üben mit eurem Fight Club hier unten. Deswegen bin ich nur hier gewesen. Ist sie eigentlich jetzt hier Schluss mit Scorn? Die sind ja echt komisch aus mit ihren komischen Röcken da. Die chillen hier einfach in irgendeiner abgewrackten Mist. Kanalisationsebene.